Wir mussten für die Studie ganz viele Dokumente erstellen. Viel, viel Papierkram. Prüfplan, Studienprotokoll, wie es hergestellt wird. Einwilligungserklärung für die Patienten. Den Antrag bei der Ethikkommission. Das hat uns 1 bis 2 Jahre jetzt gekostet. Haben wir sie endlich bei der Behörde eingereicht und da liegen sie jetzt zur Begutachtung. Das ist für uns ein sehr wichtiger Moment, nachdem wir jetzt seit 15 Jahren an diesem Projekt forschen und mit dieser ursprünglichen Vision, mit der wir gestartet sind, es jetzt tatsächlich geschafft haben und tatsächlich Patienten behandeln zu können ab nächstem Jahr. Die Grundidee der Immuntherapie besteht darin, das eigene Immunsystem zu benutzen, um den Krebs effektiv zu bekämpfen. Ganz gut lässt sich das vielleicht illustrieren, wenn man schaut, was das Immunsystem normalerweise macht. 1 bis 2 Mal im Jahr durchlebt ja jeder von uns mal einen Schnupfen. Da dringen Erkältungsviren in den Körper ein und infizieren normale Körperzellen. Die verändern sich dann durch die Infektion so, dass sie auf ihrer Oberfläche Strukturmerkmale zeigen, die sie ganz eindeutig von Normalzellen unterscheiden. Und diese Unterschiede können von T-Zellen erkannt werden. Die virusinfizierten Zellen werden eliminiert. Dieser Prozess dauert ungefähr 2 Wochen. Und dann ist die Erkältung überstanden und das Normalgewebe ist wieder hergestellt. Und beim Krebs ist das ein bisschen anders. Da ist häufig keine Virusinfektion involviert. Eine Zelle entartet und aus dieser einen Zelle beginnt dann der Tumor zu wachsen, wird immer größer und geht über einen sehr, sehr langen Zeitraum, in der das Immunsystem und der Tumor wechselwirken. Und die T-Zellen haben nach so langer Zeit wirklich ein Problem, diese entarteten Zellen von den normalen Körperzellen zu unterscheiden. Wie kann man das Ganze jetzt auflösen? Wenn man genau hinschaut, dann gibt es eben doch Unterschiede und wir beschäftigen uns damit, diese Unterschiede zu definieren, zu finden und bringen den T-Zellen dann bei, genau diese Unterschiede zu erkennen, sodass am Ende die T-Zellen genauso wie bei einem Virusinfekt, beim Schnupfen, wie ich es vorhin beschrieben habe, die Tumorzellen erkennen und eliminieren. Ich bin Ende 1993 hier ans Max-Dolbeck-Zentrum gekommen, also ganz zu Anfang. Und habe ich bis heute nicht bereut. Ich mache Grundlagenforschung, also Tumorimmunologie und seit 25 Jahren mit dem Ziel dahinter, neue Therapien zu entwickeln und in die klinische Anwendung zu bringen. Ich hatte seit ziemlich langem, ich würde mal sagen 1997, 98, die Vision, dass wir adoptive T-Zell-Therapie machbar machen müssen. Und dass adoptive T-Zell-Therapie besonders effektiv ist. Adoptive T-Zell-Therapie bedeutet, ich entnehme dem Patienten T-Zellen, stelle mir antigenspezifische T-Zellen her in vitro. Das mache ich dadurch, dass ich einen neuen Rezeptor in die Patienten-T-Zellen einschleuse. Und dieser T-Zell-Rezeptor ist spezifisch für eine Target-Struktur auf den Krebszellen. Die Frage ist, wo kriegt man diese T-Zell-Rezeptoren her? Man will natürlich humane T-Zell-Rezeptoren haben, weil sie ja in den Menschen zurückgehen sollen. Also haben wir gedacht, wir bringen das T-Zell-Rezeptor-Repertoire des Menschen in die Maus. Und das ist vom Gedanken her sehr einfach, technisch allerdings sehr aufwendig gewesen.
der erste Hinweis, dass es prinzipiell das Modell funktionieren würde, war halt der, wo sie das erste Mal Genlotsi in der Maus haben und sehen, dass dort funktionelle T-Zellen heranreifen und im Blut nachweisbar sind. Ja, in dem Moment war eigentlich klar, dass es nicht mehr vollständig schief gehen kann. Die Maus, die in der Arbeitsgruppe von Thomas Blankenstein hergestellt wurde, hat natürlich unser Feld der Gentherapie bei Tumorerkrankten, man kann sagen, revolutioniert. Also erstmals konnten bestimmte T-Zellrezeptoren mit ganz spezifischen Eigenschaften, nur Tumorzellen zu erkennen, in der Maus hergestellt werden. Aber da haben wir dann natürlich das Problem, wir haben zwar einen humanen Rezeptor, der unser Wunschantigen erkennt, aber der befindet sich auf einer Mauszelle. Ich habe gearbeitet in einem der Akademieinstitute, habe hier auch mein PhD gemacht sozusagen und habe dann meine Doktorarbeit auch hier verteidigt und auch meine Abilarbeit am letzten Tag der DDR hier im Akademieinstitut verteidigt. Zu Anfang war das so, dass ich von Tumorimmunologie, wo heute unsere Arbeiten angesiedelt sind, so gut wie keine Ahnung hatte. Ich war Virologe von der Ausbildung her und konnte oder kannte mich sehr gut mit Viren aus, wie sie organisiert sind, wie sie aufgebaut sind, welche Krankheiten sie auslösen. Und die Viren sind ja zum großen Teil die Grundlage zur Herstellung von Vektoren, die man benutzt und die Grundlage sind, um fremde Gene in Zellen einzubringen. Wir wollen ja letztendlich eine genetische Veränderung einer humanen Zelle haben, und zwar der T-Zelle des Patienten. T-Zellen könnte man im Gegensatz zu anderen Zellen schon als Sensibelchen bezeichnen. Also die wollen gehegt werden und gepflegt werden. Und die spezielle Herausforderung besteht natürlich für uns darin, dass wir sie nicht nur wenige Tage in Kultur halten müssen, sondern wir müssen sie Wochen, eventuell sogar Monate in Kultur halten. Weil man kann sich vorstellen, für die Therapie eines Patienten braucht man viele Milliarden Zellen. Und die entstehen letztendlich aus wenigen Millionen Zellen. Und es ist bekannt, dass T-Zellen durch die Kultivierung wichtige Eigenschaften für die Therapie verlieren können. Und das müssen wir vermeiden. Und deswegen müssen die also sehr umsorgt werden. Man kann die schon ein bisschen schütteln, aber mögen tun sie es nicht. Ich bin 2004 ans MDC gekommen für meine Doktorarbeit und bei Herrn Uckert habe ich die damals begonnen. Und für mich, dieses Projekt jetzt auch zu koordinieren, ist eine wunderschöne Aufgabe. Für die klinische Studie sind viel, viel mehr Parteien an so einem Projekt beteiligt, als das in einem Forschungsprojekt der Fall ist. Also das wird nicht ganz einfach. Zum Beispiel arbeiten wir sehr eng natürlich zusammen mit den Klinikern, mit den Ärzten, die auf der Station in der Charité sind und die am Ende natürlich selbst die Patienten behandeln. Das macht den Tumor besonders aggressiv. Ah, okay. Das ist ja nichts, was wir im Labor wirklich können. Außerdem muss man vielleicht verstehen, dass der Prozess, wie die Zellen hergestellt werden, so wie man das bisher im Labor gemacht hat, nicht einfach übertragbar ist auf den Patienten. Das ist jetzt ein richtiges Arzneimittel. Das muss unter ganz speziellen Bedingungen in einem Reinraum hergestellt werden. Man kann das nicht einfach im Labor produzieren. Und diese Reinräume haben wir zum Glück hier auf dem Campus. Wir haben einen sehr kompetenten Hersteller gefunden, der dieses Zellprodukt für uns herstellt und diese Zellen so produziert, dass sie den entsprechenden Qualitätsstandards eben entsprechen. Also ich denke, dass das ein ganz wichtiger Abschluss
oder eine ganz wichtige Etappe in auch meinen Forschungsarbeiten sein wird. Wir haben lange, lange Jahre Grundlagenforschung betrieben, wir haben das in die Anwendung überführt und das Ende dieser Anwendung ist dann der Versuch, Patienten zu heilen. Und wenn es uns in dieser ersten klinischen Studie gelingt, auch nur die Lebenszeit von Krebspatienten unter lebenswerten Bedingungen zu verlängern, dann habe ich ein ganz großes Etappenziel in meinem Forscherleben erreicht. Mehr als gespannt. Natürlich. Das ist sozusagen der zentrale Punkt jetzt. Und es kommt schon vor, dass ich nachts schweißgebadet aufwache und denke, ich habe irgendwas übersehen. Ja, also dann denke ich nochmal drüber nach und dann schlafe ich weiter, damit ich am nächsten Morgen wieder fit bin. Mein Gefühl ist sehr gut. Ich habe schließlich 17 Jahre drüber nachgedacht.